Sehr verehrter Herr Schönberg, indem ich diese Zeilen zu schreiben beginne, überlege ich mir, wohin sie eigentlich zu richten sind und wo ich sie gegenwärtig wirkend vorzustellen habe. Sonderbar. Gehe ich diesem Gedanken nach, so scheint es mir, als seien sie seit geraumer Zeit aus der Welt verschwunden. Früher wusste man, Arnold Schönberg ist in Wien, gleich viel, ob er dort wirklich lebte oder nicht. Er gehörte zu Wien, zum geistigen Bilde der Stadt. Dann wurden sie nach Berlin berufen. Zum ersten Mal in ihrem Leben befand man sie als würdig, ein richtiges Amt zu bekleiden, und zwar nicht in irgendeinem anderen Beruf, sondern in einer musikalischen Tätigkeit. Seit der Zeit ist es, als ob die Erde sie verschlungen hätte. In Wien sind sie nun nicht mehr, aber sind sie wirklich in Berlin? In Wien hatten sie ihre Gemeinde und repräsentative Schüler. Sie hatten ihren Aufführungsverein, Skandale, Erfolge, neue Werke. Jetzt ist es ganz still geworden um sie. Setzt in Berlin etwa die Reflexion stärker ein und hemmt die freie Bestätigung? Aber hatten sie die Reflexion noch nötig? War sie nicht stark genug schon vorher in dem Menschen wie dem Künstler Schönberg ausgeprägt? Eine so abseitige, stets der Abstraktheit zustrebende Natur bedurfte wahrscheinlich jener weicheren, schmeichelnden, die Lebensgeister anregenden Atmosphäre, wie sie Wien bietet. Unser norddeutsch hartes und herbes Berliner Klima mag Verweichlichte aufrütteln und kräftigend durchblasen. Den sinnlich nicht allzu vital Veranlagten bringt es leicht zum Einfrieren. Was aber ist Kunst schließlich, namentlich Musik, und sei die geistig reinste und sphärenhafteste, wenn wir ihr den Hauch natürlicher Sinnenhaftigkeit nehmen, jenen geheimnisvollen Duft des Eros, durch den sie unsere Teilnahme eigentlich anregt und immer wieder erhält. Wenn zum Beispiel Höhlenforscher an einen engen Gang kommen, wo nur einer durch kann, dann haben zwar gewiss alle das Recht, diese Frage zu prüfen, und doch wird man nur einen beauftragen und sich auf sein Urteil verlassen müssen. Solche engen Gänge führen aber zu allen unbekannten Städten, und wir wüssten noch immer nicht, wie die Gegend am Nordpol beschaffen ist, wenn wir warteten, bis die Mehrheit sich entschließt, selbst nachzusehen. Und die erste Fahrt mit der Eisenbahn und dem Auto, den ersten Flug und den ersten über den Ozean und den ersten mit dem Raketenflugzeug könnte eine Mehrheit gar nicht unternehmen, ganz abgesehen davon, dass sich für solches Risiko auch keine Mehrheit hätte finden lassen. Das ist Sache Einzelner. Und überlässt die Mehrheit diesen Einzelnen die Gefahr, dann muss sie ihnen auch Rechte zugestehen. Muss anerkennen die Rechte jener Einzelner, die es wagen, das zu tun, was notwendig ist, und die wissen, dass sie ihre Erkenntnisse verbreiten müssen, obwohl sie keine Mehrheit für sich haben. Aber weil sie wissen, dass alle anderen sich weigern würden, solchem Wagnis sich auszusetzen. Das ist meine Situation. Ich befinde mich in einer Minderheit, nicht nur gegenüber den Freunden leichter Musik, sondern auch gegenüber den Freunden ernster Musik. Niemandem fällt es ein, die Helden anzufeinden, die den Flug über den Ozean oder zum Nordpol wagen. Denn ihre Leistung wird rasch jedem offenbar. Aber obwohl die Erfahrung gezeigt hat, dass viele längst schon Pfadfinder auf einem klar bewussten Weg waren, als man sie noch für halb irrsinnige Wegsucher hielt, so wendet sich doch die Feindschaft der Mehrheit stets gegen die, die auf geistigem Gebiet ins Unbekannte vorstoßen und sie nur im Spiel der Zahlen erscheinen ließen. Mir scheint, ich bin hier unversehens an eine Grenze des Bezirkes Schönberg geraten, und zwar an eine, die näher abzuschreiten wäre, jene Grenze, die bezeichnet wird durch die Begriffe Zahl und Klang. Kein neues Problem und solches überhaupt nicht, soweit es sich auf die Mathematik bezieht. Problem aber im Hinblick auf die Möglichkeit der Betätigung musikalisch-schöpferischer Fantasie an einer aus mathematischer Intuition erfassten Klangmaterie.
tote Rechenkünsteleien, höre ich rufen. Die kontrapunktischen Zahlenkünste der Niederländer werden als abschreckendes Beispiel erwähnt und die Gegenforderungen der Seele heraufbeschworen. Lassen wir diese Seele zunächst aus dem Spiel. Gestehen wir aber, dass wir viel zu wenig wissen von der Wirkung der angeblich so trockenen Klangmathematik der Niederländer, um darauf ein ästhetisches Urteil gründen zu dürfen. Dieses Wenige verpflichtet eher zur Gegenmeinung als zur Annahme einer außerordentlich mächtigen und erhebenden Eindruckskraft. Sei es indessen so oder anders, die Grundfrage Zahl und Klang wird dadurch nicht berührt.